City Radio GL. Lokal informiert. Ja, Sie gehören natürlich zur Grundversorgung der Bevölkerung hier in Bergisch Gladbach. Wer? Die Wochenmärkte hier bei uns und das auch in Zeiten der Corona-Krise. Da sollen sie auch geöffnet bleiben. Allerdings rücken die Marktstände auseinander und das Warenangebot wird eingeschränkt. Es wird nur noch Lebensmittel und Blumen zu kaufen geben. Um auch hier die notwendigen Vorkehrungen für Sicherheit und Gesundheit einhalten zu können, sind der Bergisch-Gladbacher Marktverein und die städtische Ordnungsbehörde übereingekommen, die Marktstände weiter auseinanderzuziehen. Hier für den Markt in der Stadtmitte auf dem Konrad-Adenauer-Platz bedeutet dies, dass die Marktbeschicker insgesamt mehr Fläche zur Verfügung haben und sich bis zum Theatercafé ausdehnen können. Ja, und je nach Anzahl und Größe der Stände kann der Markt dann sogar noch Teile der Fußgängerzone in Anspruch nehmen. Übrigens auch bei den übrigen Märkten im Stadtgebiet in Refrath, Bensberg, Paffrath und Schildchen werden die Stände entsprechend weiter auseinandergelegt. So ist gewährleistet, dass genügend Abstand zwischen den Kunden eingehalten werden kann und das dient unserer Gesundheit und Sicherheit. Und dafür haben wir alle Verständnis. City Radio GL. Die Radioshow am Sonntagabend.